Samu, dein Text lautet hart, mittel oder weicher Sitz, ja? Ja, ja, hart mit Weicheisitz. Und Samu, Top-Kopfteilverstellung inklusive. Weiß schon, Top-Hopgeilstellung inklusive. Und Longchair mit motorisch ausfahrbarer Liegeposition. Mit Liegeprovision. Egal, das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Möbel für mich gemacht. Mit einem Instagram-Video hatte der jüdische Rockmusiker Gil Ofarim vor kurzer Zeit für Aufruhr gesorgt. Nicht nur in den sozialen Medien. Aufgrund seines David-Stern-Anhängers sei er in einem Hotel diskriminiert worden. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens West End. Und es ist eine Riesenschlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht, warum. Ohne Scheiß, 15 Minuten später komme ich dran und frage, Entschuldigung, was ist los? Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Doch die ermittelnde Leipziger Polizei hat mittlerweile Zweifel an den Schilderungen Ofarims. Fest steht zumindest, Gil Ofarims Popularität hat der angebliche Vorfall mit antisemitischem Hintergrund nicht geschadet. Er war seitdem Gast zahlreicher TV-Shows. Grund genug für Oliver Pocher, sich auf seine eigene Art und Weise auf den Beitrag von Ofarim zu beziehen. Auf seinem Instagram-Kanal persifliert der Comedian den viral gegangenen Beitrag. In einem Videopost zeigt sich Pocher in ähnlicher Nahaufnahme scheinbar aufgelöst, fährt er sich durchs Haar. Die Parallelen sind klar erkennbar. Einen schönen guten Abend zusammen. Guten Abend, Leute. Ich stehe hier mit meiner Kette. Ich habe hier so ein T-Shirt an, seht ihr ja. Marvel, steht ganz groß drauf. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Und dann hat jemand aufgemacht bei mir. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Herr W. War aber in Wirklichkeit eine Frau. Und wirklich? Deutschland 2021. Weil ich das hier anhabe? Really, Germany? Mit dem Post wirft Pocher Gil vor, mit seinem Video vor allem auf mediale Aufmerksamkeit abzuzielen. Das ist einfach krass. Und ich würde über dieses Ereignis gerne, weil ich auch ein aktuelles Comedy-Programm habe, mit Leuten drüber reden. Also ich mache alles. Zerwakis und Oppenhövel, Che Krömer, Late Night Berlin, von mir ist auch Studio Schmidt, wenn es sein muss. Ich gehe wirklich überall hin. Erwartungsgemäß spaltet Oliver Pocher seine Fans mit seinem jüngsten Video. Und zwar steht fest, dass Gil Ofarims Medienpräsenz seit seinem Video stark gestiegen ist. Doch es ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob es einen antisemitischen Zwischenfall gab oder nicht. Wirklich?